Leute, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute, Leute, werde ich einfach mal wieder ein Hello Neighbor Video drehen. Und zwar, Leute, ganz kurz bevor ich anfange zu reden, und zwar, Leute, gab es vor der Alpha 1, bevor Hello Neighbor wirklich rausgekommen ist, gab es auf jeden Fall eine Alpha sozusagen, die man auf jeden Fall testen konnte. Also das ist sozusagen auch wie eine Alpha gewesen, aber nicht eine wirkliche Alpha. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen schwer zu verstehen, aber das war sozusagen wie eine Test-Alpha. Also das sollte auf jeden Fall sozusagen zeigen, wie auf jeden Fall die Alpha 1 so aussehen soll, und danach ist erst die Alpha 1 rausgekommen. Und Leute, ich werde heute auf jeden Fall diese Alpha spielen. Und Leute, ich wünsche euch schon wieder ganz viel Spaß mit dem Video. Gönnt es euch. Und Leute, ganz kurz noch eine Sache. Leute, falls ihr alle meine Hello Neighbor Videos schauen wollt, dann müsst ihr einfach nur in der Videobeschreibung draufklicken. Dort habe ich auf euch auf jeden Fall die Playlist verlinkt. Und nur mal so, Leute, diese Hello Neighbor Videos, die sind nach der Alpha-Reihe verlinkt. Also, die sind nach der Alpha-Reihe aufgeteilt. Also von Alpha 1 bis Alpha 5 oder wie auch immer. Und ich würde sagen, wir labern gar nichts herum und wir fangen auf jeden Fall auch direkt an. Let's go! Okay, Leute, wir sind tatsächlich jetzt hier auf jeden Fall im Game. Und zwar, Leute, ist das tatsächlich mein Zimmer. Das ist das einzige Zimmer, was ich habe. Ich habe jetzt auch jetzt nicht das größte Haus aller Zeiten eigentlich. Also, das ist auf jeden Fall ein winziges Haus. Also, Leute, das ist auf jeden Fall das Haus vom Nachbar. Und zwar, Leute, ich versuche mal gerade hier die Tür noch zu machen. Ich habe die alle abgeschlossen, gell? Und ja, also Leute, ich kann euch auf jeden Fall nur sagen, es wird gleich einen kleinen Jumpscare geben. Und zwar, Leute, wenn ich jetzt auf jeden Fall zu dieser Tür laufe, dann kommt auf jeden Fall der Nachbar von hinten. Und ja, also jetzt geht tatsächlich das Spiel auf jeden Fall richtig los. Und zwar, Leute, würde ich sagen, wir gehen einfach mal direkt zum Nachbar. Aber wir müssen auf jeden Fall ein bisschen leise sein. Was? Wie hat mich der Typ jetzt gesehen, Digga? Ich bin doch gerade auf meinem Grundstück. Der schmeißt eine Bärenfalle auf meinem Gesicht. Ich bin doch gerade auf meinem Grundstück gewesen. Warum? So, ich werde jetzt auf jeden Fall etwas versuchen. Okay, Leute. Ich werde das jetzt auf jeden Fall so machen, dass ich jetzt hier hochkletter. Ich nehme auf jeden Fall schon mal den Hammer. So haben wir schon mal gemacht. Also Leute, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil der Nachbar ist hier bestimmt irgendwo unterwegs und da hat die da direkt eine Bärenfalle gestellt, Digga. Was? Warum genau dort? Ja, okay. Ich bin eh tot, so oder so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Okay, Leute. Ich darf jetzt nicht sterben, weil Leute, wenn ich sterbe, dann verliere ich diesen Schlüssel. Okay. Also ich muss auf jeden Fall wieder den Nachbarn hier austricksen, wie immer. Ich muss den auf jeden Fall wie immer wieder austricksen. Der schaut auf jeden Fall Fernsehen. Der schaut die ganze Zeit Fernsehen bei dieser Alpha, fällt mir gerade auf. Ich habe den kein einziges Mal gesehen, wo der wirklich stand. Oh nein, der hat dir zugemacht. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich muss jetzt ganz langsam nach vorne gehen. Ich muss auch aufpassen auf diese Bärenfallen, weil manchmal ich renne und trete aus Versehen auf eine Bärenfalle drauf. Und das darf nicht passieren. Okay, ich mach das hier mal auf. Wie? Was? Hä? Warte mal kurz! Ich stand doch gerade dort. Warum? Wie hat der mich denn gesehen? Ding Dong! Alter Junge! Ist dieser Typ echt anstrengend? Der ist wirklich anstrengend. Da ist der Typ wieder.
1997, después de 150 años de historia, ING decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos, desaparecer para crear un nuevo sistema moderno y eficaz que ya se entiende. En 1997, después de 150 años de historia, ING decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para ni un banco ni nada más. El centro de nuestras estrategias son nuestros clientes. ¿Escuchas? ¿Cómo geht denn raus? Schon wieder! Also hier ist jetzt auf jeden Fall der Albtraum. Hä, Digga? Wie ging das aber? Da war doch schon draußen. Ich wollte gerade... Ach, komm, egal. Ja, das war der Albtraum. Okay, Leute, jetzt muss ich leider dieses Schwachsinn-Teil da wieder machen mit dem Versteckenspielen. Worauf ich überhaupt gar keinen Bock habe, Alter. Ganz ehrlich. Ich kann da nicht rein. Da hat schon wieder ein Fenster kaputt gemacht. Wirklich gemacht, oder? Okay, Digga, okay, Junge, der sieht mich aus dem Nichts. Man darf den nicht mal besuchen gehen und nicht mal Kaffee und Kuchen, Digga. Ey, da, mir fällt gerade auf, das schaut wirklich gerade die ganze Zeit das gleiche. Wenn er befand da. Oh, Leute, ich hab keinen Bock mehr. So. Okay, Leute. Also, ich habe jetzt auf jeden Fall einen Trick gefunden, wie ich mir schneller Zeit sparen kann. Erstmal, Leute, muss ich mal ganz kurz schauen, ob das da hinten geöffnet ist. So, ist es hier geöffnet? Nein, natürlich ist es nicht auf. So, Leute, jetzt lasse ich auf jeden Fall die Uhr laufen. Und wenn es auf jeden Fall klingelt, geht er natürlich raus, um die auszumachen. Und danach, Leute, mache ich das gleiche nochmal. Und ich hoffe, dass einfach dieser Schlüssel funktioniert. Und das sollte jetzt klingeln, wie es klingelt. Also, ich bleib mal besser hier. Habe ich den Schlüssel noch? Ja, ich kann es gerade nicht sehen. Okay, ich glaube, der ist wieder drin. Was macht der für Türen auf? Ja.
nos ha convertido en un banco directo grande, el más grande del mundo. No serás un cliente más, ni yo, ni un banco, ni nada más. El centro de nuestras estrategias son nuestros clientes. ¿Escuchas? ¿Escucharás? ¿Escucharás? Bueno, muchas cosas más. En todos los países y por suerte, también en España, la figura del chef, cualquier officer... Okay, der sucht mich gerade, glaube ich. Oh mein Gott. Okay. Und Leute, nur mal so, ich spiele seit 2 Stunden die ganze Zeit Hello Neighbor und ich krieg das einfach die ganze Zeit nicht hin, was ich ein bisschen komisch finde. So, ganz kurz, Leute, schon mal die Uhr wieder. Habe ich da gerade eine Kamera gehört? Nee, ich habe mich glaube ich nur getäuscht. Ich muss vor Bären fallen, unbedingt aufpassen. Okay. Geh schnell in mein Haus. Okay, gut. Jetzt ist die Tür hier geöffnet. Okay, Leute. Lass einfach mal so, dass er jetzt bis zu mir läuft. Ich hoffe, dass einfach der Schlüssel funktioniert. Okay. Ich hab's hingekriegt! Ich hab's hingekriegt, Leute! Oh mein Gott! Leute, ich habe es hingekriegt! Jetzt fehlt uns nur noch das letzte Item! Oh mein Gott! Alter! Nach 2 Stunden Arbeit, nach 2 Stunden Spielen und Verrecken. Perfekt, Digga, die Tür ist hier zu. Also, das Fenster ist geschlossen. Das Ding ist, das ist gerade ein schlechter Zeitpunkt reinzugehen, weil dieser Typ, der sucht. Ja, ich wusste eigentlich, dass es eine Bärenfalle ist, aber ich bin trotzdem reingelaufen. Egal, Leute, uns fehlt nur noch das letzte Item. Ich würde sagen, wir starten mal. Alter, da hat er direkt seine Bärenfallen platziert. Der sieht mich, Alter. Weil ich bin außerdem gerade gegen den Zaun gelaufen. Wollte ich eigentlich nicht. Was macht der Typ? Der gießt seine Blumen. Ist der? Jetzt war das laut. Oh, Leute, es ist so anstrengend mit diesem Hello Neighbor, Alter. Allein wenn man das jeden Tag spielen muss. Ich lasse einfach mal. Ich glaube, gerade meine Bärenfalle. Ich lasse das einfach mal zur Seite, dass da mit dieser. Warum fängt dieser Pedro jetzt? Ich wollte gerade sagen, warum. Wie bitte was? Ich war nicht in deinem Haus. Hä, wie hat er mich jetzt aber gesehen? Das wundert mich gerade ehrlich gesagt total. Ich war doch gerade draußen. Leute, ich gehe mal ganz kurz schlafen, weil ich möchte, dass es hell ist. Ah, perfekt, das ist hell. Okay, das ist wunderschön. Okay. Also da darf ich auf jeden Fall nicht auftreten. Weil da ist auf jeden Fall eine Bärenfalle. Hier ist auch schon wieder die Bärenfalle weg. Ist er weg? Ja. Alter, wie soll ich denn
in seinem Haus reingehen, wenn er die ganze Zeit mich sucht? Wenn er mich die ganze Zeit sucht, wie soll ich denn rein? Hier oben eine Bärenfalle. Leute, ich kann nicht. Oh mein Gott. Alter, Leute. Wie nice. Sucht er aber die ganze Zeit schon wieder. Oh, Leute, wir haben das letzte Item. Wir haben einfach das letzte Item gekriegt. Leute, wir haben den Code gefunden. Wir haben den verdammten Code gefunden nach 3 Stunden für diese Alpha. Oh mein Gott. Leute, da wir ja schon den Code haben, müssen wir den nur noch irgendwie einlösen, aber dafür müsste ich den Nachbarn wieder ablecken. Okay. Ich habe nicht mal was gemacht, aber egal, Digga. Wir haben den scheiß Code, du Fisch. Was willst du machen, hä? Was willst du? Was willst du machen, du Vogel? Mit deinem Bärenfall mich hier... Ach komm, Digga. Was ein Vogel, Junge. Ja, ich habe eine Idee. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt diesen Wecker, stelle ihn wieder ein und laufe zurück. Und dann gebe ich den Code ein. Ich kann ja auch von hinten noch reingehen. Was? Digga, wie schwitzig muss man in diesem Game sein? Leute, also es klappt doch nicht so wie geplant. Schon wieder, Alter. Ich glaube, das ist einer meiner längsten Folgen, Junge. Wie soll ich das schon schneiden, Digga? Schön seit einer Stunde. Leute, ich mache das hier und renne wieder zurück. Versuch Nummer 2. Seine Bärenfalle? Nein, da ist keine Bärenfalle. Perfekt. Nice. Hier. Ich kann nicht drauf treten.
Warum kann ich nicht drauf drücken? Was mit meiner Maus? Leute, ich kann nicht auf die Knöpfe drücken. Ich konnte nicht auf die Knöpfe. Ey. Nein. Willst du mir sagen, meine Maus funktioniert nicht? Oder was funktioniert da gerade nicht, Digga? Ich wollte gerade den Code eingeben. Und das ging nicht. Was war da gerade los, Digga? Ich konnte gerade den Code nicht eingeben. Leute, wenn ihr wüsstet, was gerade passiert ist. Oh mein Gott. Leute, ich war gerade im Spiel drin. Auf einmal ist mein Spiel abgestürzt. Also Leute, hier kann man sehen, Spielzeit 3,4 Stunden. Leute, wir lassen das einfach mal so gelten, weil ich habe ja nur nicht die Tür aufbekommen. Ich habe ja, sondern auch alles geschafft eigentlich. Nur die Tür habe ich noch nicht geöffnet, aber wir lassen es einfach mal trotzdem mal gelten. Aber ich wollte schon trotzdem irgendwie, dass ich auch die Tür öffne. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr nicht vergesst, ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, komm.